Willkommen YouTube, wir machen weiter mit Captain of Industry. Wir sind hier noch dabei, unser Wartungsimperium aufzubauen. Metallteile werden hier enorm viele produziert. Wir haben auch über 1000, also es staut sich auch extrem an. Stahl läuft schon wieder nicht. Was ist dein Problem hier, mein Freund? Kein Eisen? Keine Kohle? Keine Kohle? Ja, die Kohle ist echt mau, ne? Dann werden wir hier jetzt mal zwei weitere Bagger in Auftrag geben. Gut, ist wieder echt low, ne? So, zwei weitere. Und dann müssen wir hier Salzproduktion. Also, wir sind ja schon Richtung Glas, sind wir ja schon unterwegs. So ist ja nicht. Ne, das ist ja schon quasi ein Angriff. Hier, Glas, das hier, Salzproduktion, dann kommt Glas. Aber das dauert noch. Und bis dahin bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass wir hier Glas auf jeden Fall kaufen müssen. Im großen Stil. Einfach, dass wir hier die größeren Bagger produzieren können. Ich finde, die größeren Bagger sind gerade Priorität Nummer 1. Einfach aus dem Grund, weil wir, ja, Kohle, ne? Einfach Rohstoffe fehlt uns. Einfach Erzvorkommen, was auch immer alles im Boden so ist. Das ganze Zeug fehlt uns. Hier werden Research Production, ne? Wie heißt es? Laborausrüstung Stufe 2. Verbesserte Mikroskope und so ein Kram werden hier produziert und weiter geliefert. Das läuft. Also das läuft hier schon mal richtig gut. Hier wird auch gar kein LKW benötigt, außer für die Anlieferung von Elektronik. Obwohl eigentlich auch nicht richtig, ne? Ne, Metallteile ist das Problem, das hier noch geliefert werden muss. Das ist das Problematische. Da sind wir hier natürlich besser bedient. Dann mache ich hier jetzt auch nochmal ein Lager für Stückgut hin. So rum. Und dann lasse ich hier auch einfach Metallteile anliefern. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie kann man das hier verbinden? Gar nicht. Absolut nicht. Null, nada. Nee, geht überhaupt nicht. Doch, hier geht. Kommt schon, gar nichts. Kommt schon. Es geht nicht. Es geht nur das eine. Schade. Weil das Problem ist einfach, dass wir jetzt immer noch den Nachteil haben, dass hier es notwendig ist, dass er das hier anliefert. Aber wartet mal. Nee, wir kriegen das hin. Wir sagen einfach hier, du nimmst hier mal das ganze Ding hier weg. So, lass das mal hier schnell entfernen. Dann machst du hier, von hier nach da, machst du dahin und du schiebst das dahin. Und schon haben wir es geredet. Boah, was so ein bisschen Nachdenken manchmal bewirkt, ne? Einfach mal so ein ganz bisschen nachdenken und schon. Hau, daran sollte ich mich gewöhnen, vielleicht ein bisschen nachzudenken. Upsi. Ja gut, das war jetzt nicht der Plan. Das war absolut nicht der Plan. So, Metallteile. Hier, 36 Stück, behält sie mal bitte mal drinne. Und dann hat sich das erledigt. So, ich wollte das Boot einmal hier hochschicken. Schiff unterwegs. So, wie sieht denn das hier aus mit Naturzerstörung? Lager voll. Lager ist voll. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Lager ist überhaupt nicht voll. Überhaupt nicht. Es ist doch überhaupt nicht voll. Aber die Sachen hier ist voll. Wieso? Holz ist... Hä? Wieso sagt ihr denn, Holz ist voll? Wenn hier doch Holz rein darf. Import ist an. So, jetzt müsste das auch laufen, oder? Ja, jetzt kommen sie auch wieder. Aber wieso haben sie das nicht hier reingeschmissen? Ach, ist auch aus. Aber hier hätten sie doch auch reinschmeißen können. Import ist doch hier an. Und Wartung ist voll. Aber jetzt sehen wir, die LKWs kommen. Die LKWs fahren hier hin und ballern hier ihr Holz rein. Was natürlich komplett durchläuft. Aber, okay. Warum stehst du hier? Dir fehlt das hier. Und euch fehlt... Ja, Beton, ne? Genau, da wollte ich auch das hier verbessern. Weil gut, das können wir uns jetzt in erster Linie nicht leisten. Weil wir keinen Stahl haben. Weil wir keine Kohle haben. Weil wir das und das nicht haben. So, ich nehme jetzt erstmal hier neue Leute auf. Siedler und Wohnraum überfüllt? Boah, was? Sagt man in so einem Moment, glaube ich, hier.
Unterkünfte 2. Okay, ist besetzt, besetzt. Gut, setze ich da nochmal 2 ran. Schiff im Kampf. Komm schon. Ja, das sieht doch gut aus. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 gibt auf. So, Sojabohnensaat. Und neue Einwanderer. Oder was heißt neue Einwanderer? Neue Leute, die bei uns wohnen wollen, sagen wir es mal so. Einwanderer sind es zwar, ist ja auch kein schlimmes Wort, Einwanderer oder so. Vielleicht sind es auch Flüchtige. Ist ja auch alles in Ordnung. Kann ja auch sein. Ich meine, sie wohnen vielleicht von der Siedlung unterdrückt und schließen sich jetzt uns den Rettern an. Ist ja alles möglich, ne? Ist ja alles möglich und nichts verwerflich. So, was hier natürlich wichtig ist, ist Elektronik. Weil es funktioniert nicht, dass die Elektronik hier alles hergeliefert werden muss. Aus dem Grund brauchen wir auf jeden Fall hier sowas. Und das kann dann halt zum Problem werden. Na, weil ich sage hier Elektronik. Da oben. Sage ich hier, mache ich mal immer schön voll, 54, dann bin ich zufrieden. Elektronik wird auf diesen Diener transportiert. Hey, mal das hier mal. So. So. Na komm schon, jetzt hör auf hier zu zicken. Okay, da will noch Elektronik dran. Na, wo kriegen wir das hier hin? So. Ach komm schon. Sei nicht so eine Ziege, denn so... Ich meine, schön ist jetzt was anderes, ne? Schön ist, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen was anderes. Aber es muss erstmal funktionabel sein. Aber das Problem wird hier sein, bei dem, dass wir dann später hier keinen mit oder keinen Schrott, hier, keine Wertstoffe rausbekommen. Das wird ein Problem sein. Weil Wertstoffe möchte ich hier schon eigentlich generieren. Geht aber gerade speichern. Möchte ich schon hier generieren, aber... Darum geht es doch erstmal gar nicht, ne? Ich meine, Abfallsortieranlage ist auf jeden Fall schon mal interessant. Also da bin ich auf jeden Fall bereit, dort rein zu investieren. Aber jetzt noch nicht. Ist mir einfach viel zu teuer. Die Produktion haben wir auch überhaupt nicht am Laufen. Ich meine, hier, das läuft hier überhaupt nicht, weil unsere gelben Stufe 2 nicht läuft. Das läuft hier nicht. Und ja, das ist erstmal ein Problem. Aber was ist denn mit unseren Baggern? Okay, Stahl, ja. War klar, ne? War klar. Müssen wir erstmal gucken, ob wir irgendwie Kohle bekommen. Ja, hier mit Diesel. Tauschen wir hier mal ein bisschen Diesel. Ich meine, es ist zwar auch echt nicht schön, dass sie jetzt Diesel ausgeben mussten. Aber denkt dran, Leute, wir sind ja auch bei einer intensiven Dieselproduktion dabei. Ne, also das ist ja in Ordnung, sag ich mal. Glasherstellung wird jetzt gerade erforscht, was mich sehr freut. Dünner Stufe 2. Achso, ist denn Dünner 1? Kalkstein und Schwefel wird zu Flüssigdünger 2. Wasser. Was bist du denn? Ach, Elektrolyseur. Heidewitzka. Also aus Sohle machst du Chlor und so ein Kram. Apropos Chlor und so ein Kram. Können wir hier jetzt nicht sagen, guck mal, Düngemittelübersicht. Ich möchte, dass hier dünne Stufe. Achso, die müssen wir reinpumpen oder was? Kann ich hier jetzt sagen, hier, Flüssigkeit 2. Ne, warte mal, wie machen wir das denn? Machen wir so hin. Ne, machen wir so hin. Jetzt hier nur mal theoretisch zusammengesponnen und so ein Kram. Dünger 1. Wie sind jetzt die Anschlüsse eigentlich gewesen? Ja, war ja wieder klar, dass ich das verhaue. Ist ja wieder klar. So, warte mal, dann machen wir das nochmal neu. Ich will das hier mal nur kurz durchspinnen. Ups. So, Dünnerstufe 1, kann ich sagen, mach voll. Kann ich doch sagen, theoretisch, oder? Ich meine, gut, jetzt wird das erstmal nicht voll werden, ist ja klar, weiß ich. Aber ist jetzt auch nur gesponnen. Aber immerhin läuft diese Produktion jetzt wieder. Immerhin wird jetzt wieder Stahl zusammengehauen. Glücklicherweise. Da will ich eigentlich auch... Ach so, weil du machst aber auch extrem viel, ne? So, kann ich das hier erstmal ausschalten? Achso, dann speichert er sich immer ein. Achso, nee, ich muss das hier auch ausmachen. Das kann weiterlaufen, also.
Das kann weiterlaufen, nur das hier soll aus, dass er da nichts rauszieht. Gut, dann machen wir das so, weil er soll sich erstmal hier voll und ganz drauf konzentrieren, Stahl anzusammeln. Und im gleichen Umkehrschluss hier das hier zu produzieren. Ich meine, jetzt müssen wir hier natürlich darauf achten, dass wir jetzt nicht zu viel Stickstoff produzieren. Ein bisschen Luft haben wir noch. Genau, sehr schön. Jetzt ladet sich das Stahl ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gelb wird hier auch wieder produziert. Kein Strom? Wieso kein Strom? Kriegst du das nicht mehr bewerkstelligt hier? Doch. Dampf ist doch enorm viel. Aber kriegt er irgendwie nicht hin, ne? Ich meine, dann lasse ich ihn hier mitsaugen. So ist denn für mich auch in Ordnung, sage ich mal. Ne, vielleicht hier nochmal. Wo ist denn hier Strom? Zwei Stück? Ich weiß nicht. Ist vielleicht das Richtige jetzt? Ich hoffe es mal. Strom ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Na gut, er ballert jetzt voll durch, ne? Er zieht hier voll durch. Aber er kriegt hier wieder sein Sprungrad nicht in Gang. Ist das vielleicht zu viel Sprungrad? Kann das sein? Ich nehme das hier mal weg. Das komplett. Er ballert jetzt wieder höher, ja. Ich meine, es kann sein, dass es vielleicht einmal zu viel dran klebte. Dass er das Schwungrad technisch gar nicht hinbekommt. Das ist möglich. Und was auch möglich ist und hoffentlich eintrifft, ist, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, Leute. Dort werden wir natürlich weiterbauen. Wahrscheinlich Destillationsstufe 2. Mal gucken. Schaut vorbei. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.